bin Daniel. Du musst Daniel hierher führen. Warte, ich bin ja. da. Feuerholz. Okay, ich hätte mir jetzt ein bisschen erwartet, dass ihr euch am Feuerholz versteckt. Ha! Was macht ihr denn hier? Hi! Hi! Hallo. Boah, Tobi, Alter, siehst ja. Kommst du gerade aus dem Krieg oder so? Ja, tatsächlich. Guck, wie ich aussehe. Ich komm gerade von der Disco. Aus wie Hoff, ohne Scheiß. Ja. Oh, schwarz. Schwarz. Boah, jetzt... Hoff hat ja auch mal so Handschuhe an. Ja. Hi! Hi! Guck mal hier. Na? Bin voll badass, ey. Wow, da ist ein Suppressor drauf? Ja. Oh, nice, ey. Ich hab auch so eine Waffe. Echt, ich bin pumped, Daniel. Total. Ich bin auch total pumped. Übrigens, das Quickstart-Scheiß-Ding, ne? Das geht mir so auf den Sack. Hat er jetzt die Waffe genommen? Ja. So, hier, guck mal, ich hab einen ACOG-Scope, damit kann ich alles sehen. Ja, das ist kaputt. Das sehe ich sogar durch mein Visier, dass der kaputt ist. Ja. Hast du ein Heile? Oh, what the fuck? Deins ist ja total heile. Ja. Das, what? Ist das ein Long-Range-Scope, Dave? Leider nicht. Ah. Oh, Dave, kannst du gar nichts finden, oder? Ah, David. Tut mir leid. Ich muss erst mal den Weg hierher finden. Das war ganz schön kompliziert. Der Bipod, ne? Der macht mich irre, Daniel. Übrigens, ne? Guck mal, wo wir sind. Wir sind an unserer Aftermath-Base. Oh yeah. Windy Mountain. Wir sind in einer ganz anderen Dimension jetzt hier. Oh ja. Ah. Ja, Daniel, willst du mal erklären, warum wir vielleicht so anders aussehen? Warum hier überhaupt dieser Schmorzer jetzt hier ist, der die Maske auf hat, den ich wegschiebe? Hey, Belästigung! Hauptsächlich, weil wir immer noch Arma 3 spielen. So, komm, wir machen jetzt hier ein Camp, ich mach mir einen Kaffee und dann geht's los hier, Jungs. Alles klar? Alles klar. Okay. Wow, die Begeisterung. Ich hab alles klar gesagt, aber ich Dave, du warst echt nicht begeistert. Ja, ich weiß auch, wer wieder die Arbeit machen muss. Ja. Die Arbeit. David, du kannst übrigens schon mal ein paar Hasen jagen gehen. Oh. Okay. Bis später, David. Hey, Daniel, warte mal, Daniel. Vorher kann ich dir... Ich hab Angst, ohne Scheiß, ich hab Angst, dass meine Waffe wegbackt. Meinst du, die backt weg, wenn ich die auf den Boden lege? Nein, auf gar keinen Fall. Okay, pass auf, leg mal jetzt meine Waffe auf den Boden und dann kannst du... Warte mal, soll ich die nehmen, Hand nehmen? Oder ja, du sollst sie mal nehmen. Warte, ein Stück weg. So. Dann legst du... Ja, leg deine ruhig dahin und dann kannst du auch meine kurz angucken, warte, weil die hat echt ein schönes Visier drauf. Tobi, warte. Bleib mal kurz stehen. Bleib mal so stehen, wo du bist. Ja. Du hast einen Apfel in der Hand. Mach den Mund auf! Iss den Apfel! So, du hast einen Apfel jetzt gegessen übrigens. Ernsthaft jetzt. Du hast mich gefüttert, stand da. Ja. Muss ich meine Maske auch abnehmen? Alter, was hast du denn alles drauf? Warte, ich wechsle die mal kurz mit meiner aus. Okay, dann brauchst du keine Panik bekommen. Ist Hörer weg? Ja. Jetzt im Ernst? Ey. Yo. Oh Gott. Really? Jetzt ist so ein Scherz, oder? Really? Ist doch jetzt echt ein Scherz, oder? Ey, tut mir leid, aber wirklich? Tobi, du hast eine gute Chance, dass du ihn auf dem Rücken hast. Komm, schnell wieder einloggen. Das ist doch jetzt nicht... Und Tobi, hast du die Waffe noch? Weiß ich nicht. So. Ehrlich nicht? Bruder, einen Server. Für Dave. So. Eine Kiwi für Dave. Nom, 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 nom. Was haben wir hier noch? Oh, die kann ich dir nicht force-feeden. Ich habe jetzt gerade meine drei Obst geforce-feede, die ich eigentlich hätte lieber selber essen sollen, übrigens. Kannst du mir eine Dose öffnen, Dave? Ah. Oder warte mal, was hättest du gern? Kann die jetzt mittlerweile öffnen mit der Axt? Ah ja, das geht jetzt mittlerweile. Sehr gut. Hättest du gern? Ah. Ich hab Tuna, Baked Beans. Ich hab gerade die Dose aufgemacht mit der Axt, aber wenn man die mit der Axt aufmacht, dann macht man die so ein bisschen, dann hab ich so ein bisschen was verschlubbelt quasi, weil ich wohl vermutlich die obere Kante abgehauen habe. Ist übrigens auch erst neu, ja. Für den Fall, dass die Leute hier die anderen Videos gesehen haben, ne? Und jetzt, weil ich natürlich das fantastische Intro so schön gemacht habe am Anfang, warum sind wir eigentlich hier? Und warum sehe ich eigentlich so anders aus? Und warum bin ich keine Frau mehr? Und warum erforsche ich mit Tobi den Norden nicht? Sind ja. Mehr bei Eimann und Nick. Ja. Der gute Rocket hat so eine wundervolle Nachricht rausgebracht, wo er gesagt hat, hör mal, es cheaten zu viele Leute,
uns ist das bewusst, das ist ein Alpha und hat dann quasi einen dicken, fetten Charakter-Wipe angesetzt. Deswegen sind jetzt alle Charaktere gewiped worden. Das ist genau, vermutlich sind die Videos natürlich an den späteren Tag. Also alles, was ihr jetzt seht, ist in der Vergangenheit passiert. Nur so als kleine Auffrischung, für den Fall, dass ihr euch wundert, warum jetzt erst der Charakter-Wipe ist. Oder ob gerade ein Charakter-Wipe war. Nein, der war am, was war gestern für ein Tag? Mittwoch. Am Mittwoch war der, genau. Ja, was war das für ein Datum? Oh Gott. Ja, wir spielen schon ein bisschen länger, die Standalone, ja. Und hat natürlich bleibende Schäden hinterlassen bei uns. Ja, naja. Zum Beispiel krieg meine Hand nicht mehr runter hier. Wenn ich Dave sehe. Ja, nicht die Hand. Da! Ich dachte schon. Krieg die Dave Hand nicht runter, das ist echt ärgerlich natürlich. Hi Dave. Ja. Wow, guck mal! Auf den Finger. Was ist das denn? Ich will auch sofort. Habe ich noch was anderes? Wie wär's mit... Was damit? Damit geht er bestimmt. Pass auf. Haha! Jo. Hier! Hier, kann auch balancieren. Was du da? Kann auch balancieren. Komm mal. Das sieht gut aus. Hey, Malik! Profitiert sogar. Na gut, wir machen uns jetzt auf die Socken, ne? Richtig? Tobias? Ey, guck mal, er hält ihn in der Hand. Sorry, ich bin beeindruckt davon, dass er den Dosenöffner in der Hand hält. Guck mal. Das ist crazy. Übrigens, ich habe gerade eine Karte gesehen, dass ich den Inventar habe. Durch meinen Raubzug in Balota habe ich ganz viele verschiedene Sachen bekommen und habe noch nicht so genau geguckt, was ich eigentlich bekommen habe. Und ich habe jetzt eine Karte gefunden, die ruined ist und die den kompletten östlichen Teil übrigens von Chernobyl zeigt. Zu doof, dass wir natürlich auf dem westlichen Teil sind. Hat irgendjemand eine Karte von euch? Nee. Nordwesten, ja. Ja, ernsthaft? Ja. Was habe ich denn hier? Vielleicht habe ich auch eine vom Nordwesten. Oh, ich mag diese Quick-Start-Leiste da unten nicht, ne? Irgendwie funktioniert die nie so richtig bei mir. Nordwesten habe ich übrigens auch, dummerweise. Davy? Mir leid. Ey, ewig immer rumklicken, ey. Tut mir leid, ja? Tut mir leid, Dave. Ich hab Kochtopf. Es gibt hier übrigens bei Veresnik ein neues Militärlager, was ich mit euch erforschen möchte. Und unten bei Zelenogorsk gibt es ein neues Militärlager. Und Zelenogorsk selbst soll auch neu gemacht worden sein. Wohin gehen wir zuerst, Leute? Gehen wir da bei Zelenogorsk hin oder wollen wir das andere Militärlager ein bisschen weiter nördlich erkunden? Was sagt ihr? Zele und dann Veresnik, oder? Ja, klingt wie ein Plan. Dave, du hast einen Wasserkocher über den Kopf übrigens. Ja. Der hält mich warm. Auf den Kopf? Ja. Tobi, darf ich jetzt mal deine Waffe angucken? Nur mal so nebenbei? Nee, dann stürzt das Hörer wieder ab. Ja, jetzt komm, Tobi. Nein. Ja, warte, natürlich. Moment. Dave, willst du das wirklich durchziehen? Ja. Kalt. Okay, jetzt drück mir die Daumen, dass der Hörer wieder abstürzt. Wo ist denn die Waffe? Wo ist die Waffe? Oh, ja, passiert manchmal, die glitschen einfach weg. Das war ein Scherz, Tobi. Die taucht gleich auf. Warte, pass auf, komm, wir gucken jetzt hier auf den Boden. Ja, die taucht wirklich gleich auf. Das ist mir ein paar Mal schon passiert mit Rucksäcken und so. Übrigens, ich finde, Rocket sollte was verändern an Balota. Balota ist viel zu OP, was Loot angeht. Da findet man viel zu viel Zeug. Wirklich. Ich habe einmal, egal wie man, wo man in Balota hergeht, man findet überall M4s und was nicht alles und Schlimmeres. Hier, Daniel, ich war in Balota, ohne Scheiß. Das ist alles aus Balota, was ich habe. Link woanders her. Ernsthaft. Ich wäre gerade ein bisschen nervös, weil die Waffe nicht auftaucht übrigens. Ja. Ey, jetzt im Ernst? Wo stand es ungefähr? Ah, da ist er! Oh, da ist er! Oh Gott! Okay, so. Dann schauen wir doch mal. Oh Gott, ey. So, ich werde die mal in die Hand nehmen, ja? Ja. So. Bisschen was dran halt. So. Nehmen wir die noch mal in die Hand. Oh, Daniel, du benutzt das Menü so umständlich. Mein ich. Wow, es ist ein Red Dot drauf! So wie es ganz am Anfang war. Ja. Oh mein Gott. Ja. Ich habe auch den Handschutz geändert. Muss mal gucken, der ist schwarz. Der ist nicht mehr aus Plastik, glaube ich. Oder? Ja, stimmt. Warte, wenn er jetzt nicht die ganze Zeit ausgeblendet werden würde. Ich hatte auch so einen Custom-Handschutz bei mir drauf. Gucken wir doch mal hier. Du hast ein Bipod, was natürlich deployed war. Was ist denn pristine, das Red Dot? Wie sehr, wie nice, ey. Ja, ich habe fast nur Pristine-Sachen drauf. Ich habe wirklich lange dafür gesucht, um meine Waffe komplett pristine zu haben. So gut wie. Warte. Wo warst du denn überall, um das zu suchen? Balota. Ernsthaft, ich war nur in Balota. Oh ja. Ja, ihr hört es. Ein Grund mehr, dass man da vielleicht mal ein bisschen was dran machen sollte.
Jetzt sollte eigentlich die Taschenlampe an sein, aber ich glaube, sieht man nicht. Weil es ein bisschen hell ist hier. Ja, die ganze Zeit an, leider. Was macht ihr gerade? Ach, nix. Oh mein Gott, ich habe eine tolle Idee. Ich habe eine tolle Idee. Guck mal hier. Komm, wir stellen uns ein Dreieck. Oh, falsche Taste. Ja. Ach so. Warte. Ich weiß, was du machen willst. Ja. Den Standalone-Tanz? Den. Ja, warte, den Standalone-Tanz nur zu dritt. Dave? Und ja, das Ergebnis. Verdammt, ey. F1 drücken. So, und jetzt stellen wir uns zum Dreieck hin. Komm, wir stellen uns zum Dreieck hin. So. F1. Nee, jetzt grüße ich ja. Oh, that reaction time. Wie hebt der denn nochmal beide Hände? Alter, ich drück F2, immer. Ne? F2 war das, ja? Ja, okay, so. Aber wir müssen es richtig hinstellen, so. Guck mal, deine Hand muss an meiner Hand sein. Warte mal, ich muss mal kurz meine Tastatur, die Taste direkt so in den Headphone drücken. So, jetzt geht's. Warte. Geht doch. Gott. So, ja, wir müssen näher ran. Unsere Hände müssen sich berühren. Komm, wir gehen ganz nah zusammen. Alle nach vorne. Alle nach vorne so ein Stück, so. Ja, und ja, jetzt kann ich mehr. Hände ich wechsle schon von euch. Okay. Hast du mich gehört? Können wir das schaffen? Ja, ich habe auch nichts von mir gehört. Ja, wir schaffen das, außer Dave. Ja. Was? Yay. Dave, Hände an Hände. Okay. Sehr gut. Oh, warte. Schafft er nicht. Ey, geht nicht. Bin nicht so. Oder wir sind schon ein bisschen, ne? Ist nicht jetzt so. Hör mal auf jetzt. Komm. Ja, nein. Ja, genau. Oh, jetzt alle Hände an Hände so? Ja. Ja? Ah, das sieht gut aus. Wenn jetzt ein Sniper guckt, ne? Yay! Drei Freunde laufen zusammen. Ja. La. Guck mal, ich stelle mal eine Reihe auf. Guck mal, Daniel. Der Tanzwurm in der Hand. Oh, geil, nice, warte. Okay, so. All about the hype train, hype. Oh yeah. Whoop. Jetzt so ein Sniper. Ey, ich kann den nicht erschießen. Ich kann das nicht machen. Das sieht zu gut aus. Warte, der Sniper ist bestimmt da hinten, Daniel. Irgendwo da. Guck mal hier so. Hallo. Hi. Oh, die Gesten sind awesome, ehrlich. Ja, das ist echt eines der coolsten Features. So, zähle? Ja, zähle. Oder warte mal, zähle ist doch so, weißt du, da geht doch jeder hin, jeder Kleinbandit quasi. Wollen wir nicht irgendwie hier so das neue Banditencamp nehmen? Banditencamp sag ich schon. Dieses neue Militärgebiet. Übrigens, da liegt deine Waffe, Tobi. Da. War da ich bin vollständig. War da ein Silencer drauf? Ja, das ist tatsächlich ein Silencer. Hilft der auch oder ist der nur Deko? Weil bei mir war letztes Mal nur Deko. Sag mal schießen. Ja, warte. Und jetzt schieße ich. Hört sich genau gleich an, oder? Ja. Irgendwie schon, ne? Leider. Ist der kaputt? Aber ich muss mal ganz kurz zeroen, irgendwo mal gucken. Gucken wir mal. 97. Ah, da hinten ist eingeschlagen, alles klar. Gut, weiß Bescheid. Lassen wir dann auf 100. Verstehe. Bei Zero kannst du wieder mit Bild auf und Bild ab Taste, ne? Ja, richtig. Ich habe übrigens gerade was herausgefunden, wegen Patronen einzeln ins Magazin reintun, was sehr, sehr cool ist, ne? Man muss ja sozusagen jetzt immer einzeln die ganzen Magazine aus der Waffe rausziehen, dann sozusagen die Patronen einzeln reintun, so wollte ich das sagen übrigens. Und dann hat man quasi ein neues Magazin, was angefüllt ist mit Kugeln. Und ich gucke gerade mal so, welche Magazine ich so dabei habe, weil ich habe echt so Magazine in allen Formen und Farben dabei. Und ich kann die ganzen Magazine. Patronen reintun. Mal mit. Okay. Haben, glaube ich, ein paar mehr Magazine dazu gefunden. Leg dir mal ein paar auf den Boden. Alles Standardmagazine, die ich dir jetzt zeige. War da nicht gerade irgendwas im Busch? Ich weiß nicht, ich hatte mir gerade eingebildet, irgendwas im. Na egal. Wow. Du sagst ja, die tauchen irgendwann wieder auf, ne? Ja, die sind da. Oh, du hast. Ein paar fehlen noch. Ein paar fehlen noch. Abgefuckte hier. Oh, das ist ziemlich ruined. Zwei Stück hast du noch hingelegt bisher? Eigentlich habe ich vier hingelegt. Ah, ja. Ja. Wir müssen kurz warten, aber diese doppelte Magazin kannst du ruhig mal. Ja? Darf ich mal das mitnehmen? Ja, klar. Ich hab mich auch. Ja, das sind 60 Schuss, Alter, die sind mega gut. Ja. Ich frage mich, ob die auch irgendwelche Nachteile haben. Ich meine, sonst hat man ja immer nur die 60 Dinger, also die 60 Schuss-Dinger dabei, weißt du? Vielleicht irgendwie so. Also, die sind selten. Ich habe nur zwei davon bis jetzt gefunden. In 3 Stunden sozusagen. Oder 2,5. Ja, gut. Und den Rest? Die restlichen Magazine habe ich übrigens auch dabei. Also, da könnten wir jetzt einfach auch ruhigen Gewissens weiterlaufen und mal das Militärcamp erforschen. Na klar. Das habe ich sogar. Ah, das ist wieder. Das habe ich sogar für Karte. Warte. Oh Gott. So, ich glaube, 7 war das. Nicht Doppelklick. Manchmal musst du einen Doppelklick machen, manchmal nicht. Hier unten, da ist die Military Base, wo ich gerne hin möchte. Die ist zwischen Cabanino und Vibor und über Veresnik, dem Berg Veresnik. Dein Sniperberg, Tobi. Sniperberg. Sniperberg. Okay, achso. Dave ist übrigens dabei. Yay! Hey.
Aber Tobi mag Dave. Nein. Ich hab Dave sogar eingeladen. Ich bin heute der, der Dave hier reingezogen hat. Ja, nach der überwältigenden Resonanz von den Muna 7-Fans, ja, haben wir alle gesagt, wir wollen Dave, wir wollen Dave. Ich glaube, Dave hat auch gar nicht mehr so viel Zeit jetzt, habe ich gehört. Dave hat doch gerade Urlaub, oder? Bis ins neue Jahr. Oh, ja, der fährt ja auch gleich in Urlaub. Dave ist auch gleich los jetzt. Dave, musst du nicht packen, Dave? Oh, laggy. Nee. Oh, war, habt ihr auch gerade einen Leck gehabt? Ja, ganz ja. Schlimm sogar. Ach, guck mal, das ist Selene Goss. Ah! Hat sich an Selene Goss irgendwas Tolles verändert? Vorne halt, ne? Also am Eingang, wenn man aus Richtung Süden kommt, da sieht es halt ein bisschen neu aus, ja? Ein paar Gebäude wurden umgelegt und ein paar hinzugefügt. Ansonsten, strukturell, sieht es noch wie immer aus. Lohnt es sich, da halt. Gehen, meinst du? Ja. Dann können wir mal. Man kann echt mal durchrennen. Gerade weil halt die ganze Vielfalt der neuen Häuser da ist, ne? Also da sind ja auch alle Häuser jetzt begehbar, so gut wie. Hat der Hoff nicht sogar erzählt, dass da irgendwelche Baracken hinzugekommen sind? Mhm. Direkt vorne, wo der Supermarkt war, auf dem Parkplatz, das ist jetzt ein einziges, also ein größeres Militärgebiet sozusagen. Was hat Rocket gemacht? Warum macht Rocket denn sowas? Will der unbedingt, dass wir alle einen M4 finden oder so? Wer hat da gerade eine Kerze angemacht? Das war keine Kerze. Oh Gott. Das ist eine Zikade. Ja, sorry, ich hab falsch das wieder gedrückt. Ja, ich hab wieder Alt und Tab gedrückt und dann war ich wieder draußen. Dann ist immer die Aufnahme kaputt. Deswegen musste ich jetzt wieder neu starten, verdammte Scheiße. Passiert mir viel zu oft, wirklich. Ja. Ich muss mal das Metall irgendwo anders hinlegen, keine Ahnung. Bringt ja nix. Aber Tab ist schon cool, ey. Schnell, ja, auf jeden Fall. Ich finde Tab gut. Mhm. Ich habe übrigens noch einen anderen Buttstock, den Close Combat Buttstock, glaube ich. QBC, ne? CQB, ja, genau. Oder CQB, Close Quarter Combat. Oh Gott. Warte mal, Close Quarter Combat. Das ist ja CQC eigentlich, ne? Ja. Du hast einen. Ich CQB. Was heißt denn B noch? Barrier. Brilliant. Ballistic. Brutal. Boxed. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Oh Gott, da gibt's ja so viele Kommentare, ne? Hüpf! Kennt ihr das manchmal auch, wenn euer Charakter anstatt zu hüpfen dann stehen bleibt und dann diese dreckige Animation macht von früher noch? Ja. Oh. 5 Minuten Übersteiger. Du hast ja eine Antenne von Green Mountain. Meinst du, die haben die Antenne verändert? Meinst du, da kann man jetzt hochgehen oder so? Ey, da habe ich absolut keine Ahnung, was man da machen kann. Wäre aber neugierig, ehrlich gesagt. Also, oh, so viel zu entdecken. Ja, wirklich. Ich habe auch noch nicht viel Neues entdeckt, also... Wo wir doch gestern schon quasi im kompletten Norden waren, im kompletten Neugebiet und ich mich so gefreut habe, oh, guck mal, jetzt morgen, schön da hingehen, ja, ne? Ja, ich komme von der Arbeit, ne? Und was sehe ich bei Facebook? Charakter-Vibe. Yay! Ich habe mich mega gefreut, ey, nachdem ich nur 4 Stunden gepennt habe. Oh. Nee, aber das war auf jeden Fall, auf eine Art war ja, verständlich, Alpha halt, aber auf der anderen Art habe ich mega abgekotzt, Mann. Weil wir gerade an einer schönen Stelle waren da oben. Ich wollte wissen, wo die Schiene hingeht. Ja, ich auch, ey. Da müssen wir jetzt wieder komplett hoch. Und diesmal ist Dave dabei. Hä? Ey, diesmal ist es noch schwerer, ehrlich gesagt, weil wir müssen Essen für 3 Leute suchen und trinken. Ja, wir können ja... Ja? Ja, ich habe einen kompletten Rucksack voll. Achso, ich dachte, du wolltest... Wir müssen jetzt Essen für 3 Leute suchen. Ja, wir können ein Stück von Dave oder so abschneiden, weißt du? Ja. Was? Ja, ich brauche die Beine nicht. Eben, du brauchst die Beine doch nicht, oder? Komm, ich kann nicht hier in meinen Rucksack reinstecken, so. Hey, keine Spoiler. Oder wie The Walking Dead, so halten wir Dave an so einer Kette. Ah, gut, okay, Richtig. Stimmt, aber kein Spoiler, ganz wichtig. Nee, ich Spoiler nicht. Okay. Dave ist mal so ein Spoiler. Ja, Dave ist auf jeden Fall ein Spoiler-King, ey. Ja. Stimmt gar nicht, nur weil ich ja gesagt habe, dass Jesus am Ende stirbt. Oh Gott. Dead Dave. Ja, Dead Dave. Hier ist, hier gesagt, der ehemalige Supermarkt. Was machen wir, wenn wir den treffen? Eingang. Schießen wir ihn ins Gesicht? Ja, pass auf, müssen wir mal drüber reden, ne? Weil das jetzt, bei dir sind ja auch einige Sachen passiert jetzt. Ja, ich wurde mehrmals getötet, immer, kill on sight, boom, 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 gib ihn. Wir sind zwar auf dem Server, wo gerade so ganz fett im Namen steht, no kill on sight, aber wer zum Teufel hält sich schon daran? Erzähl du mal bitte ganz kurz von deiner Erfahrung in den Kasernen, die du gemacht hast, weil du warst ja auch, glaube ich, schon ein bisschen weiter gelaufen, auch wenn du gesagt hast, dass du noch nicht viel entdeckt hast gerade eben. Nö, ich habe noch nicht viel Neues entdeckt, aber ich war tatsächlich am NWA, also am Northwest Airfield, und habe tatsächlich die klassische Camper-Position ausfindig machen können. Und zwar in der Baracke, wenn man die Tür aufmacht, direkt im Gang, liegend. Hat ein Typ auf mich, hat bestimmt gewartet auf irgendeinen. Aber ich habe mir natürlich gedacht, Tobi ist nicht dumm, guckt erstmal durch Fenster, dann lag er denn da. Oh Mann, ey. Ja.
Und auch sonst so Leute mit Äxten sind direkt auf mich zugekommen. Ich habe heute tatsächlich nur drei Friendly-Leute getroffen. Ein Schweizer und zwei englischsprachige Leute. Und ja, ansonsten Ja. war der Rest echt aggressiv. Die sind auch ohne stehen zu bleiben auf mich zugerannt, wie irre. Ja. Ne? Obwohl ich mit denen gequatscht habe. Ich bin auch teilweise in Balota gewesen, so und hab Das war alles in Balota übrigens, ne? ja, Außer der eine in der Kaserne. ja, genau, Balota, dann irgendjemand neu gespawnt, kommt zu mir, ich so, hey, du, I'm friendly, don't worry, I won't kill you. So, na, so, ich töte dich schon nicht, töte dich schon Ja. nicht. Und der rennt so auf mich zu mit den Fäusten, ich so, fuck off, ne, verpiss dich, so eine Art. Und der Bar muss mich direkt mit seinen dreckigen Fäusten hauen, ey, oh, das Ja. ist so lächerlich einfach nur. Und das So wie neulich, Schlimmste, Daniel. oh, nur Das das. hat sich daran erinnert, wo wir mit Dings hergerannt sind hier. Mit dem einen. Und da kam Typ und wir Dennis, waren ne? drei Leute, Daniel. Ne? Ja, genau. Und dann kommt er an und schlägt einfach so. Hör so, oh, Gier, Gier, Gier. Das Schlimmste ist übrigens, da ja jetzt gerade wieder alles auf einen Hive läuft hier, bedeutet es das auch, dass es haufenweise Serverhopper gibt. Die springen einfach von Server zu Server, weil man ja auf jedem Server einen gleichen Charakter hat. Dann springen auf einen anderen Server und ja, ich gebe euch gerade eine Anleitung, wie man böse sein kann. Springen auf einen anderen Server und sucht einfach an der gleichen Stelle, wo man sich ausgeloggt hat, anderen Loot auf anderen Servern. Und das Ja, machen Ghosten extrem halt. viele. Genau. Das machen extrem viele. Ich hatte auch in Balota jemanden so, bin da halt so am Looten gewesen, habe so meinen M4 gefunden, triffst da jemanden und der schießt auf mich. Ich bringe mich in Sicherheit, benutze halt Third-Person-Bug und oder beziehungsweise Abuse, gucke um die Ecke, sehe ihn, wie er auf dem Boden liegt, schieß ihn um, will ihn looten, was ist passiert? Leiche weg, verschwunden, schnell ausgelockt, bevor er gestorben ist. Super. Einfach nur super. Das ist so ziemlich gerade Daisy Standalone, weil wieder alles auf einen einzigen Hive läuft, dummerweise. Naja. Ja, das sind die typischen Kinderkrankheiten, ne? Ja. Was wolltest du nochmal haben? Eine Mütze? Ich hab hier eine Mütze gefunden, Daniel. Pristine? Ah, ne, Battle Damage. Blue Baseball Cap. Ja, dann lass mal stecken, du. Da sind wir schon so, ja? Ja. Am Anfang habe ich überhaupt drauf geschissen, ob das heil war oder nicht. Ja, guck mal, Ich das bring ist. die trotzdem mal mit. Ist Okay. halt nur eine Baseballmütze. Ich meine, wenn die pristine ist, dann hält die auch keinen Laserstrahl von dir ab. Laserstrahlen? Ja. Ja, Laserstrahlen. Schlimmer als Patronen übrigens. Laserstrahlen. Schön. Wo bist du denn? Ich bin weitergelaufen, bin hier an so Garagen angekommen und esse gerade Sardinen, die ich gerade mit meiner Komm, Axt Dave, wir aufgemacht habe. setzen uns ab, Daniel, wir mit uns nicht laufen, wie du Ja. merkst. Eigentlich dachte ich mir nur so, komm, wir stehen uns eh nur im Weg, wenn wir gemeinsam alles da looten. Und dachte Ja, mir so, das ist komm, dann kann ich richtig. auch schon mal weitergehen. Komm, Dave, wir stehen Daniel bei seiner Aufnahme im Weg, komm. Geh vor, ich steck den Rücken. Guck mal, Guck mal, bist Dave, du jetzt im kannst du dich übrigens Straßenbereich beliebt gelaufen? machen, ne? Du musst jetzt einfach nur was gegen Tobi sagen. Ja, oder auch nicht, Dave. Hat gerade jemand von euch was Nee. getrunken? Guck mal, wie er in der Zwickmühle ist. Nee, wir haben nichts getrunken. Okay. Ich hab. Bist du beim Supermarkt zufällig? Nee, nee, bin ich nicht. Ich bin, wie gesagt, an so Garagen. Das Ding ist halt, ich habe gerade einen Brunnen gefunden und vielleicht sollten wir uns hier echt mal kurz vorlaufen lassen. Oh. Garagen? Warte, ich komme auf die Hauptstraße. Okay, sind wir auch gerade? Bin da. Ah, da hinten. Hi. Hi. Cool, wie aus der Ecke so. Hallo. Ja. Lü, lü, hier können wir uns mal Neon. so richtig voll laufen lassen. Ah, Garagen. Hab Einfach gerade schon hin. wieder einen Zombie-Sound gehört. Ja, habe ich auch gehört. Aber es gibt ja sowieso diese Buggy. Phantomschmerzen hier, diese Phantomgeräusche.